Die Älteren unter Ihnen werden sich vielleicht erinnern, dass gestern nach den US-Inflationsdaten die Märkte zunächst mal ein bisschen euphorisiert waren, weil die Kernrate der US-Inflation niedriger war. Und die Überlegung dahinter ist, naja, vielleicht haben wir jetzt den Hochpunkt der Inflation gesehen, Peak Inflation. Und wenn das der Fall ist, dann muss die Fed weniger stark gegen diese Inflation agieren, sprich weniger die Zinsen annehmen, möglicherweise weniger die Bilanz reduzieren. Das ist das bullische Narrativ, das gestern ein bisschen gewirkt hat, bis dann, naja, die Realität wieder ein bisschen Oberwasser bekam, vor allem in Gestalt von Aussagen durch Lael Brainard, die Vizechefin, die das Gleiche gesagt hat, was sie kürzlich gesagt hat: Wir werden die Bilanzreduzierung sehr schnell durchziehen, Zinsen stärker anheben, etc. etc. Wenn das so ist, also wenn die Fed das wirklich macht, im Gegensatz zur These der Bullen, die sagen Peak Inflation, dann hätten wir ein Bewertungsproblem bei den US-Aktien vor allem. Und da sehen wir hier der sogenannte Equal Weighted S&P 500 Price to Sales Ratio, also praktisch Marktkapitalisierung in Relation zum Umsatz, hat sich verdoppelt innerhalb weniger Jahre. Und deswegen hat Michael Burry, der bekannt ist aus The Big Short, eine Warnung per Twitter abgesetzt, die er dann typisch Barry später wieder gelöscht hat: US Stocks are heavily overvalued and poised to tumble. Also der Michael Burry ist offenkundig nicht in dem Camp Peak Inflation und deswegen wird jetzt alles wieder gut. Hat er recht? Fragezeichen. Schauen wir uns mal die Dickfische am Markt an. Das ist die Umfrage der Bank of America. Knapp 400 Institutionen, professionelle Fondsmanager, Geldverwalter werden da befragt, die etwa eine Billion Dollar in der Verwaltung haben insgesamt. Hier sehen wir mal, und das ist wirklich interessant, wir haben den Growth Optimism, also der Optimismus in Sachen Wachstum ist auf einem Allzeittief. Die sind also fundamental total bärisch, könnte man sagen. Die erwarten eine schlechte Wirtschaft, diese Befragten hier. Auf der anderen Seite ist ihre Equity Allocation, also das, was sie dann faktisch am Markt machen, noch ganz anders unterwegs. Da ist man viel optimistischer, ist nach wie vor ein bisschen übergewichtet in Aktien. Also auf der einen Seite fundamental negativ ist man eingestellt, auf der anderen Seite das, was man tut, ist etwas anderes. Gleichzeitig erwarten diese befragten Fondsmanager oder Geldverwalter so viel wie seit der Finanzkrise nicht mehr, dass eine Stagflation kommen wird. Höchster Wert seit August 2008. Gleichzeitig sehen wir, dass praktisch jetzt die Gewinnerwartungen für die Unternehmen so tief sind wie seit dem Corona-Crash nicht mehr, sind geradezu abgestürzt. Man erwartet also, vor allem aufgrund von Stagflation, dass offenkundig die Margen der US-Unternehmen schlechter werden. Wenn die Margen schlechter werden, dann sind die Bewertungen für diese US-Aktien ein bisschen hoch. Und das ist das Argument vor allem von Michael Burry. Aber entscheidend ist, was wird jetzt die Fed machen? Und haben wir Peak Inflation gesehen? Ja oder nein? Jetzt sind inzwischen 49% von im März, noch 51% im April überzeugt, dass wir jetzt eine permanente Inflation haben, während 43% meinen, nein, das ist transitory, kommend von 42%, also etwa die Hälfte sagt, die ist permanent, weniger als die Hälfte, aber keine wirkliche Minderheit sagt, das ist transitory. Schauen wir uns jetzt mal an, wann die Herrschaften eigentlich erwarten, dass hier die Fed fertig hat, wie Trapattoni sagen würde, mit ihren Zinsanhebungen. Dann ist die Konsensmeinung im ersten Halbjahr 2023, zweitmeist verbreitete Meinung ist im zweiten Halbjahr 2023. Das alles ist wichtig, weil die Aktionen der Fed darüber bestimmen, wie es mit den Bewertungen der Aktienmärkte in den USA aussieht und wie vor allem eben die Aktienmärkte dann weiterlaufen werden. Jim Bianco weist auf einen interessanten Punkt hin. Wir haben jetzt etwa 85% Wahrscheinlichkeit, dass am 4. Mai die Zinsen um 0,5% angehoben werden und 89% Wahrscheinlichkeit, dass dann am 15. Juni, also auf der nächsten Sitzung, nochmal um 50 Punkte angehoben wird, 61%, dass dann bei der nächsten Sitzung Ende Juli nochmal 50 Basispunkte angehoben wird. Fed Managers think the Fed does a little more than half what the market has priced in. Also diese befragten Fondsmanager von der Bank of America, die ich eben ins Spiel gebracht habe, die sind nicht so zinsbullisch,
wie eigentlich das, was in den Zinsmärkten eingepreist ist, denn viele glauben schlichtweg, naja, diese Inflation ist transitory. Dementsprechend ist diese Frage auch Peak Inflation, Peak Transitory, ja, nein, so wichtig für die Einschätzung dessen, wie A, die Fed agieren wird und B, was dann daraus die Aktienmärkte machen werden. Das ist ein zentraler Punkt. Jetzt schauen wir uns hier gleichzeitig mal an. Die Fondsmanager, die sind durchaus besorgt, dass die Geldpolitik hier richtig Störfeuer geben könnte, vor allem durch die Fed. Aber man ist dennoch weiterhin in Equity stark investiert und erwartet eben jetzt oder mehr erwarten inzwischen, dass das CPI bald fallen wird, also die Inflation bald fallen wird. Gestern haben wir ja gesehen, dass etwa Jeff Gundlach gesagt hat, ja, wir sind in der Nähe von dem Peak Inflation, dass sechs große Banken, darunter Citigroup, gesagt haben, wir könnten jetzt Peak Inflation gesehen haben. Was aber, wenn das nicht der Fall ist? Hier sehen wir nochmal auch die Deutsche Bank, die das ähnlich sieht. Wir könnten jetzt dann so langsam abdriften in Richtung 3%, 2%, je nachdem, ob es um die Headline-PCE geht oder die Headline-CPI, also die Personal Consumption Expenditure oder eben bla bla blub, egal. Jedenfalls, man erwartet, dass hier die Inflation zurückgeht. Jetzt sagt Cassandra, und das ist niemand anderer als Michael Burry mit seinem Twitter-Account, naja, die CPI sagt, also die offiziellen Inflationsdaten aus den USA, die offiziellen Verbraucherpreise sagen, dass die Housing Costs um 5,0% gestiegen sein. Das müsste aber eigentlich um 12% gestiegen sein, wenn wir nach den Daten der NAR, das ist praktisch die Vereinigung der Makler und Immobilienentwickler in den USA, also faktisch ist es so, dass diese Inflationsberechnung in den USA nach unten untertrieben ist, weil man schlichtweg gerade im Bereich Haussektor eben die Dinge ein bisschen runtergesized hat, sonst wäre die Inflation deutlich schlimmer. Das ist ein wichtiger Punkt, denn es zeigt, dass diese vor allem Mieten, Hauspreise etc., diese Dinge, die sorgen dafür, dass wir eine tendenziell permanente Inflation haben. Gestern hatte ich auch einen Tweet gezeigt oder die Tatsache gezeigt, dass jetzt 76% aller Komponenten bei der Inflationsberechnung mindestens 4% gestiegen sind, dass also die Breite der Kategorien, der Produkte, deren Preisanstiege deutlich ist, nochmal zugenommen hat im Vergleich zum Vormonat. Also das ist ein relevanter Punkt. Jetzt hat gestern dann Leigh Brainard ja die euphorisierten Gemüter eben wieder abgekühlt durch Aussagen über Bilanzreduzierung, Zinsanhebung, war eigentlich nichts Neues, aber hat den Märkten klar gemacht, selbst wenn wir jetzt hier mal Peak Inflation gesehen hätten, was wir ja noch nicht wissen, dann wird die Fed zunächst sowieso erstmal ihre Geldpolitik so fortsetzen, wie sie das angekündigt hat. Das hat heute Nacht dann auch James Bullard klargemacht, der Hawk innerhalb der Fed, der gesagt hat, naja, zu glauben, dass moderate Zinsanhebungen hier die Inflation wirklich eingrenzen können, das sei naiv. Man müsse mehr tun, als die neutrale Rate zu erreichen, also sehr, sehr hawkisch. Gleichwohl die Märkte interessiert es heute Morgen erstmal nicht, aber wichtig, und das sollte Sie und uns alle interessieren, je länger der Krieg dauert, so Leigh Brainard weiter, umso größer das Potenzial für Upside-Risks in Sachen Inflation, also für Aufwärtsrisiken in Sachen Inflation, und desto schlechter für das Wachstum. Dementsprechend ist dieser Ukraine-Krieg extrem wichtig in Sachen Inflation, auch Fed und so weiter und so fort. Und wir wissen ja, die Inflation, die ist transitory, das hat man uns im Oktober bei einem Stand von 6,2% noch gesagt. Dann hat Biden im November letzten Jahres bei 6,8% die Schuld auf die gierigen Firmen geschoben. Dann bei 7% im Dezember waren es die Supply Chain Bottlenecks. Das galt auch im Januar, im Februar waren es dann die Ölpreise und im März bei 8,5% aus Putin. Nein, ich bin gespannt, wer der nächste Schuldige sein wird. Auf jeden Fall hat der Joe Biden sich gestern ja in dieser Rede geäußert und gesagt, wir werden alles tun. Ich werde alles tun, um die Kosten runterzubringen. Wir müssen die Herausforderung durch steigende Preise in den USA
Die müssen wir annehmen, da müssen wir etwas tun. Warum, werde ich Ihnen gleich zeigen, warum das wirklich so wichtig ist, nicht nur für Biden, sondern überhaupt für das Funktionieren der US-Ökonomie. Jetzt kommen wir aber erstmal zu den Märkten gestern. Was ist da passiert? Das sieht alles relativ harmlos aus, moderat im Minus, aber das war sehr volatil und vor allem dürfen wir nicht vergessen, dass der Nasdaq schon 2% im Plus war, um dann doch noch im Minus zu schließen. Also ein Intraday-Reversal. Heute geht es jetzt mit den Futures zunächst mal wieder ein bisschen nach oben. Wir sehen, dass vor allem der Energiesektor durch den Anstieg des Ölpreises und Utilities, also Versorger, defensive Kategorien, tendenziell vorne waren, Finanzwerte waren hinten, Healthcare war schlecht. Und schauen wir uns jetzt mal die etwas widersprüchliche Lage an den Märkten an. Wir sehen im VIX, im kurzen Zeitfenster, also in der Vola, eine potenzielle Schulter, inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation mit einem Kursziel dann von mindestens 30 beim VIX. 30 würde bedeuten, da ist richtig Stress in den Märkten. Auf der anderen Seite der Nasdaq Composite. Im etwas größeren Zeitfenster sehen wir oben im RSI eine positive Divergenz und eben auch eine potenzielle inverse Schulter-Kopf-Schulter mit einer Andeutung eines Anstiegs, wenn die nach oben aufgelöst wird. Aber meine These, meine Prognose ist, wenn wir unter die rechte Schulter fallen, die sich hier etwa bei 13.200 bis 13.300 Punkten im Nasdaq Composite sehen, dann wird es ungemütlich, vor allem wenn wir die Tiefs dieser jetzt Korrektur seit Jahresbeginn unterschreiten. Dagegen wäre es natürlich positiv, wenn wir neue Allzeithochs toppen würden. Also das ist die rechte Schulter hier, auf die es ankommt. So könnte man formulieren. Schauen wir uns mal den S&P 500 an oder den Spider. Da sehen wir hier auch eine positive Divergenz, so eine fallende Wedge, die sich dann nach oben auflöst. Das ist zunächst in den Futures erstmal auch so passiert, ähnlich beim Nasdaq. Und interessant, der Ölpreis, der ja gestern hier aus dieser zunächst mal aus dieser Trompetenformation nach unten ausgebrochen ist, gestern dann mit diesem Reversal, war das ein Fake-Ausbruch nach unten und jetzt geht es wieder nach oben. We will see, wird für die Märkte auch wichtig. Und wichtig ist diese Grafik, meine Damen und Herren, denn es sind die Dickfische, die vor allem die großen Tech-Werte, die Märkte oben gehalten haben. Deren Gewichtung ist jetzt, nämlich die Gewichtung der 10 größten Aktien, Stand Ende März war 30,7% im S&P 500. Aber das, was sie an ihren Earnings auf die Waage bringen, also an ihren Gewinnen dazu beitragen, ist nur 23,8%. Da ist ein Mismatch. Das heißt, die Marktgewichtung, die Marktkapitalisierung zum Gesamtmarkt ist zu groß bei diesen Dickfischen. Das heißt, diese Dickfische müssten eigentlich fallen und das wäre schlecht für die Indizes, weil es eben stark gewichtete Dickfische sind in den Indizes. Apropos Earnings, heute beginnt die US-Berichtssaison vor allem mit der JP Morgan, ich glaube 13 Uhr rum und bei. Hier sehen wir die Earnings Whisper, wie die Erwartung ist, 2,73 $. Die Bankwerte ja nicht so gut gelaufen, trotz Zinsanstieg. Trotz Renditeanstieg, aber die Zinskurve eben hat nicht mitgespielt in Sachen Fristentransformation. Was wird jetzt passieren? Das ist die große Frage. Wir haben also eine sehr, sehr hohe Inflation, die gestern von den Märkten kurzfristig gefeiert wurde, weil die Hoffnung besteht, Peak Inflation. Allerdings hat man uns schon öfter und immer wieder gesagt, Peak Inflation und dann war nichts Peak, sondern vor allem Inflation. Hier sehen wir jetzt, dass 84% der Amerikaner nach einer Umfrage planen, ihre Ausgaben zurückzufahren, vor allem bei Eating, also dass man mal eben ins Restaurant geht oder Impulskäufe nicht mehr so tätigt. Dann Driving, also weniger Auto fährt wegen den Benzinkosten. Dann so Geschichten wie Konzerte oder Sportereignisse, wo man nicht mehr hingehen will. Warum sind so viele Amerikaner jetzt bereit oder willens oder gezwungen sogar ihre Ausgaben zurückzufahren? Schlichtweg, weil die Löhne in Relation zur Inflation so stark fallen, die sogenannten Weekly Earnings, wie noch nie, seit es diese Daten gibt. Und diese Daten gibt es seit dem Jahr 2006. Das heißt, die Leute erleiden ganz konkret und ganz massiv Kaufkraftverluste. Und was wird das für die Firmen bedeuten? Vor allem die schwachen, sehr hochverschuldeten Firmen in den USA. Wir sehen, dass die Energiekosten gestiegen sind. Wir sehen, dass jetzt die Kapitalkosten steigen. Wir sehen, dass die Löhne steigen. Und wir sehen, dass eben, weil die Kapitalkosten steigen, auch die Kosten für die Verschuldung steigen. Das bedeutet,
dass wir eine erhöhte Wahrscheinlichkeit jetzt sehen von Bankrotten, von Insolvenzen in den USA, vor allem bei kleineren Firmen. Wir sehen, dass die Junk-Bond-Renditen schon deutlich nach oben gegangen sind. Normalerweise folgen dann die Bankrotte diesen Junk-Bond-Renditen, die ja diese ganze Rallye auch nicht mitgespielt haben, die die Aktienmärkte in den USA gemacht haben. Ich will jetzt nochmal einen kurzen Satz zu Russland sagen. Da gibt es ja viele, ich habe gestern gesagt, also dieser Krieg scheint nicht so wirklich nach Plan zu verlaufen aus Putins Sicht. Dann sagen manche, ja, dieser Angriff auf Kiew, das war ein Scheinangriff, weil man dann jetzt sozusagen die Kräfte der Ukraine dort halten wollte. Aber eigentlich geht es um den Donbass. Ja, stimmt, es geht eigentlich um den Donbass, aber dann hätte man doch gleich den Donbass kassieren können anstelle der Russen. Also Scheinangriff auf Kiew, das ist in etwa sozusagen, als hätten die Deutschen da einen Scheinangriff auf Stalingrad gemacht im Zweiten Weltkrieg. Also das ist schon ein bisschen schräg. Da ist schlichtweg der Wunsch oder man ist irgendwie so gefangen in seinem eigenen Dogma, dass man selbst ganz Offenkundiges irgendwie versucht zu erklären. Hier mal jetzt ein Punkt auch noch zu Russland. Wir dürfen eins nicht vergessen. Russland ist praktisch implodiert. Dann ist Jelzin hergegangen, hat gesagt, was kann ich eigentlich tun? Wo ist mein Angriffspunkt? Wie kann ich versuchen, Stabilität in das System zu kriegen? Was waren zwei Institutionen, die irgendwie noch da standen, nachdem die Wirtschaft und viele andere Bereiche abgesoffen waren? Das war das Militär und es war der Geheimdienst. Dementsprechend hat er dann jemand aus diesem Sektor, nicht Putin, aus dem Geheimdienst aufgebaut. Und eines ist auch sehr wichtig, die Wirtschaft lag praktisch am Boden. Also ist man hingegangen, hat gesagt, okay, wer kennt sich denn mit diesem und diesem Betrieb aus? Und hat diese Leute dann zu den Chefs gemacht dieser Firmen, hat letztendlich diese Personen dann zu diesen Oligarchen gemacht, die es dann schließlich geworden sind. Das ist das eine. Und zweitens muss man sehen, eben woher Russland kommt. Viele intelligente Russen, die auch im Westen gelebt haben, sagen, hey, ihr müsst sehen, wo wir herkommen, wo der Lebensstandard war. Da kann man eigentlich schon ein bisschen stolz sein, dass wir immerhin etwas geschafft haben, dass wir immerhin einen gewissen Lebensstandard erreicht haben. Das ist ja das, was Putin auch diese Credibility gibt in Russland. Dementsprechend sind die Russen natürlich leid geprüft, können diese Sanktionen etwa jetzt vielleicht erstmal wegstecken. Gleichwohl dürfte das BIP Russlands um 10% fallen. Jetzt jemand, der sich offenkundig, der aus Russland kommt, offenkundig da sehr gut auskennt, der sagt, wie jetzt die Situation in Russland ist, fand ich hochspannend, ein Kommentar bei uns auf Finanzmarktwelt. Ich kann Ihnen gerne Bilder aus Russland zukommen lassen. Dort sind die Ladendiebstähle explodiert. Man hat jetzt die Babynahrung und viele Alltagsprodukte mit Diebstahlalarm versehen. Machen Sie sich keine Sorgen, wenn man in Deutschland die Preise für Lebensmittel um 50% anhebt, wären wir nicht mal auf einem durchschnittlichen EU-Niveau. Das stimmt, der deutsche Lebensmittelmarkt ist derartig günstig durch diese Discounter-Konkurrenz wie kein anderer Lebensmittelmarkt der Welt. Aber weiter über den Abstand zwischen der Abstand zwischen Russland und Deutschland ist riesig groß und das zu leugnen sei unseriös. Der Mindestlohn in Russland liegt bei 150 Euro im Monat, Maximalrente bei 300 Euro, Durchschnittsrente bei 200 Euro. Aber allein die Nebenkosten für eine Dreizimmerwohnung betragen schon dort 80 Euro. Es gibt kein Wohngeld, kein BAföG, kein Kindergeld, ist bei ca. 10 Euro im Monat. Also das ist so ein bisschen die Lage in Russland. Und wie gesagt, man muss sehen, diese Weltmacht ist implodiert. Es lag alles am Boden. Und dann hat man versucht, das Beste ein Stück weit draus zu machen. Und diese ganze Geschichte eben mit dem Donbass, mit der Ukraine, ist für die Russen offenkundig zentrales auch, wie kann man sagen, man fühlt sich gedemütigt. Und die Ukraine, wenn die jetzt dann auch noch in die NATO kommt, dann war das Maß an Demütigung zu viel. Dementsprechend sprang Putin, sprangen viele Russen im Kreis. So kann man es vielleicht erklären, wie toll dieser ganz, ganz große Rohstofflieferant, Rohstoffplayer, der wird jetzt russisches Öl nicht mehr traden. Das nur am Rande. Dann sehen wir das in China, andere ganz große Baustelle. Jetzt wieder über 28.000 Fälle an Corona verzeichnet werden, allein über 26.000 in Shanghai. Die Regierung versucht jetzt ein paar Maßnahmen zu lockern in Sachen Corona, nachdem es hier deutliche Kritik gegeben hat, nachdem es fast schon wilde Proteste gegeben hat seitens der Chinesen. Man ist richtig nervös, hat ja etwa 60% des Landes jetzt eingesperrt im Lockdown. Also das ist eine ganze Menge. Jetzt sehen wir, dass diese Lockdowns immer mehr auch vor allem Mobilfunkfirmen treffen werden, wie zum Beispiel Apple. Wir erinnern uns, was da an
Gewichtung bei Apple der Fall ist. iPhone, Mac und iPad könnten da durchaus Lieferprobleme kriegen, weil eben diese Bereiche betroffen sind. Wir sehen, dass in China die Importe in Yuan-Terms, also in Yuan gerechnet, rückläufig waren, überraschenderweise. Und ich will nochmal darauf hinweisen, auf einen Artikel, der diese Nervosität der Machthaber zeigt, der auch zeigt, dass die letztendlich Bullshit reden über diesen Lockdown, dass es ganz anders passiert, als letztendlich hinterher gerechtfertigt wird. Hochinteressanter Artikel von jemand, der in Shanghai direkt lebt und der sehr, sehr gute Kontakte, sehr gute Drähte hat. Das ist originaler Content, werde ich ihn unter dem Video verlinken. Und im Übrigen bin ich der Meinung, dass die EZB abzuschaffen sei. EZB, die Lindam esse, so hat es Cato der Ältere gesagt. Dem kann ich mich nur anschließen und wünsche jetzt einen guten Start in diesen Tag. Servus und ciao.